dass sie endlich mal angemessene Löhne für ihre Arbeit bekommen. Mit einer Abseilaktion legen Klimaaktivisten am Sonntag die Autobahn nach München lahm. Rund 40 Demonstranten protestieren mit Fahrrädern und Plakaten auf der A9 für einen radikalen Klimaschutz. Dabei seilen sich zwei der Aktivisten von einer Fußgängerbrücke über der A9 ab. 45 Minuten dauert die Aktion insgesamt. Die Autobahn muss an der Anschlussstelle München-Schwabing in beide Richtungen gesperrt werden. Das Irre daran, 80 Polizisten stellen die Sperrung für die Klimademo sicher, doppelt so viele wie teilnehmende Demonstranten. Laut Polizei verläuft die Demonstration aber friedlich.